Ich bin 2010 mit meinem Seekajak rausgefahren, die Küste rauf, und habe einen Jollensegler im Wasser treiben gesehen. Bin natürlich sofort dahin gepaddelt, habe versucht, dem Herrn zu helfen, sein Boot wieder aufzurichten, was mir nicht gelungen ist oder was uns nicht gelungen ist. Und dann habe ich versucht, ihn an Land zu ziehen. Es war aber ablandiger Wind, keine Chance. Und dann wollte ich natürlich mit meinem Handy die Seenotretter anrufen. Kein Handy dabei. Großer, großer Fehler. Und deswegen, seitdem habe ich gelernt, mit Hilfe der Seenotretter, vergiss niemals dein Handy. Die Seenotretter haben mir dann damals den Tipp gegeben, dass man sich auch so kleine Notraketen besorgen kann. Manche sind nur so groß wie ein Kugelschreiber. Wir sagen lassen, da schraubt man dann oben die Rakete drauf, hält es hoch und kann dann ein Notsignal damit abgeben. Gibt auch in etwas größerer Form, aber das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall auch noch besorgen will.